Und Trump bezeichnete das auch als sein Kern dessen, was vor 25 Jahren hätte schon gemacht werden müssen, hat er jetzt auf den Weg gebracht. Und das hat dann auch eben Kutloff ja gesagt gehabt in einer separaten Pressekonferenz, wird Wachstum bringen für die USA. 0,5 Prozentpunkte plus beim BIP in diesem Jahr sind zu erwarten aufgrund der Phase 1 und auch der Nebeneinkünfte, dass eben gerade China auch in größerem Umfang dann auch Agrargüter in den USA kaufen wird. Da sticht dann im großen Maße eben die USA auch zum Beispiel Brasilien aus, die dann doch aufgrund des schwachen Real einen viel besseren Marktpreis am Weltmarkt eben auch für die Chinesen platzieren kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Soja in die Volksrepublik zu exportieren. Technisch, charttechnisch, der DAX hinkt hinterher, auch weil es neue Strafzolldrohungen gibt, aber auch weil, man darf es nicht vergessen, Deutschland hat ja keinen Handelsvertrag jetzt abgeschlossen mit China. Für Deutschland wird es ja kein Wachstumsplus geben, auch für die EU wird es kein Wachstumsplus geben in diesem Umfang. Die Dynamisierung des Wachstums findet nicht in Deutschland statt, es findet nicht in der EU statt, sondern es findet jetzt zwischen China und den USA statt. Die beiden in dieser Zeremonie haben sich dann doch beide gesagt, dass was wir jetzt gemacht haben, ist gut. Der Vizepremier von China hat gesagt, er hat angefangen mit, es ist gut für China, es ist gut für die USA, es ist gut für die Welt. Andersrum hat Trump natürlich gesagt, das ist gut für die USA, damit angefangen, gut für China und für die Welt. Also die beiden haben da Weltpolitik gemacht, so präsentieren sie es. Und wenn man sich die Weltmärkte anschaut, dann ist es nicht nur so präsentiert worden, sondern es ist so, es ist Fakt. Und wir werden irgendwie damit profitieren, aber die direkten Wachstumsimpulse fehlen hier eben. Es wurde auch Geld ja repatriiert in die USA aufgrund von Steueranreizen über 1 Billion US-Dollar, also über 1000 Milliarden an Auslandsgewinnen von US-Unternehmen wieder zurück in die USA transferiert. Und wenn jetzt die Unternehmen sehen, das sieht jetzt gut aus, ja, mit der Phase 1 ist vielleicht nur moderat, aber es ist hilfreich, einen Weg zu ebnen. Dann könnten auch diese Investitionen, die derzeit irgendwo brach liegen, in einem Rückstau begriffen sind, sich entladen. Das kann der USA auf Jahre hinweg Wachstum bringen. Das gab es selbst unter Nixon nicht, dieses Ausmaß an Geld, das plötzlich in den USA bereitlegt, dort investiert zu werden. So was gab es noch nicht, so viel Geld auf einmal. Und ja, das treibt die Wall Street nach oben, neues Rekordhoch, auch wieder heute Morgen. Man muss auch Intraday, wenn man sich das anschaut, immer wieder gucken, ist das jetzt ein Allzeithoch? Er hat jetzt gerade wieder eins erreicht, obwohl es 10 Uhr ist morgens und das nur der elektronische Handel ist. Also ein Bullenmarkt ohne Ende. Es ist Aufbruchstimmung da in den USA und in der US-Wirtschaft und der DAX muss man eben auch zugute halten, hier im Tageschart zu sehen, hat die 13.381 gehalten als Unterstützung. Per Monatsschlusskurs wäre es möglich, wenn er darüber bliebe, dass er dann ein Signal setzen würde in Richtung 15.171. Wichtig wäre jetzt für den nicht für den Monatschart, sondern für den Tages- und Wochenchart, dass wir über die 13.600 drüber gehen. Wie gesagt, der DAX ist ein bisschen wie so eine Sektflasche. Die Anleger, die drehen so an dem Korken rum und die Frage ist, wann kommt hier wirklich der Versuch und die Attacke, das Allzeithoch hier zu überschreiten? Es wäre eben im Tageschart wichtig, um eben eine Korrekturgefahr zu entschärfen, wenn die Wall Street mal schwächer wird und die Wall Street ist derzeit müsste kurz nachdenken, ja, es ist eigentlich so gut wie fast der einzige Treiber für den DAX, den wir derzeit hier haben. Ja, und die Wall Street kann ja auch mal schwächer werden und dann sieht das korrektiv aus, weil der DAX eben nach oben nicht mitgegangen ist. Wichtig wäre jetzt im Tagesstart, dass wir das Tief vom 14. Januar nicht mehr unterschreiten, 13.361. Wenn wir zuvor kein neues Hoch machen, über 13.550 und darunter gehen, hätte sich ein 1, 2, 3 Top aktiviert, dann hätte man ein mögliches Ziel bei 13.221
und 12986. Ansonsten über 381 die Möglichkeit in Richtung 600 zu gehen. Ich habe Ihnen auch versprochen, nochmal WTI anzuschauen. Wir hatten beim Rohöl die 200-Tage-Linie getestet, hier auf der rechten Seite zu sehen. Und prozyklisch kann man sich jetzt auch nach wie vor 58,73 Dollar anschauen. Die haben wir gestern getestet. Ein Sprung darüber könnte uns bringen in Richtung 59,68 und die dort liegende 20-Tage-Linie und möglicherweise auch in Richtung 61,71, wenn wir auch darüber gehen können. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, einen erfolgreichen Handelstag heute. Ist kleiner Verfall, ist alles ein bisschen zackig hier im DAX und hat auch keinen großen Trend aufgebaut. Vielleicht liegt das auch daran. Mal schauen, ob da Dynamik dann heute am Nachmittag dann aufkommt und aufkommen wird. Für alle, die Lust haben und in der Region sind, ich bin morgen bei einer Podiumsdiskussion auf dem Börsentag in Dresden. Um 12 Uhr beginnt die am Stand vom Aktionär. Wer möchte, schaut gerne vorbei. Ansonsten, wie gesagt, schönes Wochenende, erfolgreichen Handelstag und danke fürs Einschalten.